jetzt mal wieder Erfolgsgeschichte, wurde mal erwünscht. Gibt weiterhin den Code Black Week 25 für überraschenderweise 25% unserer zweithöchsten im Jahr krassesten Aktionen auf meine Kurse auf liebeschiff.de. Genau, also hallo lieber Christian. Du sagst immer wieder, dass du gerne mal wieder eine Erfolgsgeschichte hören würdest. Deshalb wollte ich dir unbedingt meine schreiben. Ich hoffe sehr, dass du sie vorliest. Mein Name ist Andretschkula und ich bin Ende 30. Ich habe an toxischen Beziehungen, glaube ich, so ziemlich alles durch, was man durchhaben kann. Meine Prägung durch meine sehr toxische Mutter war hierfür verantwortlich, aber all das habe ich erst nach vielen Jahren Leid und Verzweiflung erkannt und bearbeitet, als mein Körper mich dazu zwang, mich endlich mal mit mir zu beschäftigen. Jedenfalls war es genauso, wie du gesagt hast, ein Stein nach dem anderen wird bearbeitet. Und so kam es, dass ich erstmal grundlegend mit meiner Vergangenheit aufräumte und dachte, das war es jetzt endlich. Bekam eine toxische Beziehung nach der anderen aber. Das war sehr schlimm für mich und als damaliger extremer Pluswohl habe ich sehr gelitten. Ich habe die ganze gesamte toxische Palette durch mit Lovebombing-Kritik, Abschluss über Nacht, zwei Wochen später wieder angekrochen gekommen und so weiter. Ja, also für die, die es nicht wissen, pluspolig heißt so eher so dieser verlustängstliche, co-abhängige Teil in einer Beziehung. Einmal erzählte mir einer meiner Ex-Freunde doch tatsächlich, dass er bei einer ehemaligen Schulkameradin im Bett geschlafen hätte, nur um zu gucken, ob sie scharf auf ihn wäre. Ich sag dazu nichts mehr. Er hatte mir versichert, es ist natürlich nichts gelaufen. Klar, und er wollte auch nichts von ihr, aber sie wäre mal scharf auf ihn gewesen und wäre jetzt aber wohl jetzt nicht mehr. Und ach, naja. Ich kam mir vor wie ein dreckiger Putzlappen, den man in die Ecke schmeißt. Hab mir aber aufgrund meiner Prägung alles gefallen lassen. Richtig schlimm war ich doch mein letzter Ex, der klassische Minuspol. Im Nachhinein musste ich oft an Steffi Stahl denken, die immer sagt, der Bindungsängstler geizt nicht mit Warnung. Auch den Satz kannte ich noch gar nicht von ihr. Denn dieser Satz ist so wahr. Jeder Pluspol sollte ihn sich irgendwo hintätowieren lassen. Mein Ex kam auch von Anfang an mit Sachen wie, wir können doch ganz unverbindlich Spaß haben oder ja, es war schön, aber mehr auch nicht. Und es wird auch nicht mehr werden. Ja, da sollte man tatsächlich dran glauben. Kennengelernt haben wir uns tatsächlich offline schon 10 Jahre vorher über einen Ex-Freund. Ja, das kommt so. Vor ziemlich genau 3 Monaten gestand er mir da beim Einkaufen ganz beiläufig am Saftregal, dass er eine andere Frau geschwängert hat und in 3 Monaten Vater wird, er das Kind aber nicht wolle und sie am liebsten abschießen würde. Originaler Wortlaut. Für mich brach eine Welt zusammen, aber weil er so überzeugend war, dass das Kind einfach nur eine finanzielle Angelegenheit für ihn wäre, mehr nicht, blieb ich bei ihm und ich dachte, wir würden das irgendwo hingekommen. Das Krasse an der Sache ist, dass er mir von genau dieser Frau Monate vorher erzählt hatte, wie sie war seine Affäre einen Sommer gewesen und sie ist eigentlich lesbisch. Oh Gott, das ist alles an ihr Sinn. Also nicht, dass man lesbisch ist, aber ja, ich verstehe schon, wie ich meine. Und er hatte sich jedoch extrem abfällig damit gebrüstet, dass er die Liste geknackt habe. Oh, das ist echt eklig, ey. Das stimmt doch alles gar nicht, ey. Diese Zusammenhänge bekam ich eigentlich erst später raus. Ja, geht dann noch so weiter. Um es abzukürzen, es hat letztlich fast 3 Jahre gedauert, bis ich mich komplett von ihm lösen konnte. Und das, obwohl ich mir das vorher vom Kopf her schon klar war und das keine Zukunft hat. Aber am Körpergefühl kam es nicht an und ich musste noch einige Runden drehen. Es war alles dabei. Wutausbrüche, weil ich nicht funktionierte, eiskaltes Verhalten und so weiter. Zu seiner Familie durfte ich nie mit. Auch bei Familienevents wie Taufe war ich nicht erwünscht. Dazwischen gab es immer wieder viel extrem heimmachenden, toxischen Bettsport. Ja, das ist ja immer, nicht immer, aber häufig der Grund, was einen immer wieder so anfixt. Ne? Ich YouTube wie eine Verrückte und kam irgendwann auf deine Kurse, von denen ich auch recht schnell viele buchte. Ich kannte mich zum Glück mit Psychoarbeit schon ein bisschen aus, sodass ich schnell vorankam. Ein herzliches Dankeschön. Deine Kurse sind wirklich erschwinglich und der Inhalt ist so wertvoll. Nach wirklich sehr harter Arbeit am Jungen und nur Kontakt, was sehr schwer für mich war, habe ich endlich das Gefühl, dass ich es durchhabe. Ich habe mir ein neues Hobby zugelegt, mehr Zeit mit Freunden verbracht und es war ein völlig neues, leichtes Leben. Ich habe wirklich den Eindruck, dass physisch ein schweres Gewicht von meinen Schultern gerollt war. Das Universum hat mir als Gratisgeschenk sogar durch einen nicht beabsichtigten Vorfall die Gelegenheit für eine fette Genugtuung gegeben, als mein Ex dann nämlich, als er sich nach 6 Wochen bei mir melden wollte, mitbekam, dass ich inzwischen jemand Neues hatte. Das tat echt gut. Danke, Universum.
Durch Corona war man mehr oder weniger gezwungen, auf Online-Dating auszuweichen und ich hatte von Anfang an nicht richtig, hatte auch am Anfang richtig Bock drauf, obwohl ich aus der Vergangenheit wusste, dass sich da viel Übles tummelt. Hab dann recht schnell mit einem Kerl eine Affäre angefangen, aber erst nach 4 Wochen hat sich das auch als nicht so, als eher destruktiv entpuppt. Ich habe damals schon eine Nachricht in einem Insta-Live geschickt und du, Aline, haben mir so lieb Mut gemacht, das war klasse, denn anfangs konnte ich nicht glauben. So viele Kurse durchgearbeitet, fast, in Anführungsstrichen, fast alle Regeln eingehalten und der erste Kerl, da kommt gleich wieder so ein Mistkerl. Ja, immerhin hast du es schnell rausgekriegt und ja, man braucht doch mehrere Anläufe oft. Der Erfolg ist dann häufig, dass es immer kürzer geht, bis es so richtig, also es ist wirklich schwer, so außerhalb seines Beuteschemas zu daten. Das hat mich echt fertig gemacht, aber durch meine neu erworbenen Tools konnte ich zum Glück recht gut damit umgehen und schnell abhaken, ohne lang zu trauern. Dann habe ich Datingpause gemacht, ein paar Monate. Ich hatte zwar Kontakt über diverse Apps, habe mich aber mit niemandem getroffen und auch da auch die Schnauze voll. Ich habe mir erstmal ein Haustier besorgt. Ich fragte mich schon die ganze Zeit, wo bleibt denn nun mein Traumkurs? Ich machte den Manifestationskurs mehrmals, dass mir jeden Abend meine Liste durch und wünschte ans Universum, was das Zeug hält. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor und irgendwann wollte ich schon damit abschließen und dachte, es wird eh nichts mehr. Genau zu dieser Zeit lernte ich meinen jetzigen Freund kennen und ich muss sagen, er hat es von Anfang an ganz schön schwer bei mir. Ich wollte einfach nie mehr so einen Mist erleben. Ja, mit Menschen, die dann einen besser behandeln, dem macht man es dann oft schwer, wenn man diesen toxischen Menschen, sage ich jetzt mal, ganz leicht gemacht hat. Er blieb aber trotz mancher harter Worte von mir immer interessiert, freundlich und bedrängte mich nicht. Seine Nachrichten waren locker, freundlich geschrieben und eines Tages dachte ich mir, okay, wenn ihn das alles nicht abschreckt, ist er ja wirklich ganz okay und wollte mich mit ihm treffen. Ich muss gestehen, dass ich mich extrem an deine Vorgaben halten wollte und deshalb jeden Schritt von ihm mit Argusaugen überwacht habe, was im Nachhinein auch nicht so hundertprozentig förderlich war. Ja, also mit zunehmender Distanz und Erfahrung mit Standards und Dealbreakern kann man da auch wieder ein bisschen entspannter werden. Aber ich war extrem auf Vorsicht aus. Die ersten Dates waren richtig schön, er war locker, wir haben viel gelacht und so weiter. Genau. Ich fühlte mich extrem gut bei ihm, trotzdem hielt ich ihn nochmal 4 Wochen auf Abstand. Auch hier war er geduldig und ließ mir meinen Raum und kümmerte sich sogar, als ich mal in die Notaufnahme musste. Nach einem besonders schönen Gespräch eines Abends fragte ich ihn, ob er nicht spontan zu mir kommen wollte. Ja, gab Bunga Bunga und da waren wir zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie so viel Liebe und Zuneigung bekommen und erlebt. Dass sich ein Partner auch nur Gedanken um mich macht. Er ist immer für mich da, hört mir zu, kümmert sich um mich, unterstützt mich. Ja, Bettsport passt super. Trotzdem ich mir eigentlich gedacht hätte, ich kann mir das nur in toxischen Beziehungen vorstellen. Hobbys, Interessen überschneiden sich viel. Er ist auch an Entwicklung interessiert und wir analysieren immer sehr viel, was uns weiterbringt. Wir haben sehr viel gemeinsam wachsen dürfen. Ich war lange Zeit noch, habe ich gezweifelt, ob er der Richtige für mich ist. Ja, das ist leider normal, dass man Leuten, die eigentlich besser zu einem passen, dann ja, werden wir sonst in diesen toxischen Beziehungen so gar nicht gezweifelt hat. Hat mir eingeredet, dass er mich eh wieder verlassen wird oder sonst was, aber ist bei mir geblieben, selbst wenn es heftig wurde. Ich glaube, in der Zeit war ich eher der Minuspol. Anfang des Monats sind wir in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen, zwar schon nach 6 Monaten, ja, why not, aber der Wohnungsmarkt lässt dann aktuell auch nicht viel Raum. Wir fühlen trotzdem beide, dass es richtig ist und fühlen uns wohl, verbringen viel Zeit und sind richtig glücklich. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas mal für mich geben könnte. Er ist so komplett anders als der toxische Mist davor. Trotzdem ist es wunderschön und ich glaube, wir werden sehr lange zusammenbleiben. So, war eine lange Mail, aber ich hoffe, sie macht dem einen oder anderen Mut, nicht aufzugeben. Auch für mich war es sehr hart und es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Auch ich bin verzweifelt und dachte, sowas Schönes gibt es für mich nicht und trotzdem habe ich es endlich gefunden. Auch mit deiner Hilfe, lieber Christian. Vielen Dank für alles und sei dir sicher, dass ich dir trotzdem als treuer Fan und Unterstützerin erhalten bleibe. Oh, was für eine schöne Mail. Good fucking job. Wünsche dir alles Gute. Halte uns gegebenenfalls auf dem Laufenden. Und danke für die schöne Mail. Und wir hören uns bald wieder.